Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Ich sage jetzt einfach hier mal Entscheidung ändern. Und bleibt dann doch dabei und bestätigt das. Achtung, Sie sind gerade dabei, den Fall abzuschließen. Dabei werden die Spielstände für diesen Fall gelöscht. Mit Nein können Sie eine andere moralische Entscheidung fällen. Mit Ja bestätigen Sie Ihre momentane Entscheidung und beginnen ein neues Kapitel. Ich bin, wie ihr seht, ausgesprochen unentschlossen. Ich bleibe aber bei Ja. Eine Studie in Grün. Jetzt muss man das ja eigentlich nochmal spielen und dann sich anders entscheiden, aber das mache ich jetzt nicht. Eine Studie in Grün. Wir fahren fort. Hoppla. Holmes, Sie kegeln in der Wohnung? Nicht kegeln, mein lieber Watson. Ich spiele Bowls. Ernsthaft? Mit Ihrer Verletzung? Ah, es baut alles aufeinander auf. Treffer. Mrs. Hudson wird Sie umbringen. Fürs Erste reicht es. Zeit zu gehen. Möchten Sie mich begleiten? Sie sind unverbesserlich, Holmes. Und wohin gehen wir? Das würde ich auch ich gerne nehme wissen. An der Finalrunde des jährlichen Turniers teil, das der Bowls Club des Archäologischen Instituts von London veranstaltet. Es ist eine offizielle Einladung. Ich muss mich noch passend anziehen, dann können wir los. Oh, offizielle Einladung. Das heißt, ich muss irgendwas Schickes anziehen. Mantel also nicht. Seemann schon gar nicht. Morgenmantel kommt auch nicht festlich. Arzt, Bandit, Seelsorger. Sportkleidung, das ist doch okay. Bauernkleidung. Wir ziehen Sportkleidung an. Schminktisch. Irgendwie sehen die Mützen doof aus. Hätte gerne bitte das, genau. Brille. Stört beim Sport eher. Bart sowieso nicht. Bestätigen. Und auf geht's, Dr. Watson. Lass uns... Was ist denn das? Sherlock Holmes, erinnern Sie sich noch an mich, Dr. Reuben Fischer? Sie sind ein armseliger Detektiv, das sollte mal gesagt werden. Sie haben den Grund für das Ganze einfach nicht verstanden. Wir hatten das kleinere Übel gewählt, um eine bessere, strahlendere Zukunft zu erreichen. Es mussten einige wenige geopfert werden, um der großen Mehrheit zu helfen. Eines Tages werden Sie sich noch an diese Worte erinnern. Absolut hochachtungsvoll, Dr. Reuben Fischer. Der... lebt also noch. Wenn ich da jetzt rein darf. Letztes Mal durfte ich nicht.
Das ist doch eher kein gutes Zeichen, oder? Sieht nach einem typischen kleinen Mädchenzimmer aus. Oh, jetzt geht die Tür nach außen auf. Holmes, sind Sie sicher, dass Sie das tragen wollen? Was ist damit? Jeder im Club trägt so etwas. Haha, alleine die Vorstellung. Ich hoffe nur, dass unsere reizende Nachbarin Sie nicht in diesem Aufzug sieht. Okay. Dann ziehen wir vielleicht doch was anderes an. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre... Dann machen wir mal einen dunklen Anzug. Vielleicht ist das besser. Ziehen Sie sich nicht für die Partie um? Ach, Dr. Watson. Was soll ich denn bitte seiner Meinung nach anziehen? Brauner Anzug, grüner Anzug, grauer, heller, Freizeitanzug. Ist das besser? Ziehen Sie sich nicht für die Partie um? Och Mensch. Was soll ich denn anziehen? Mantel, Seemann, Morgenmantel, festlich. Ist das besser? Wenn ihm das jetzt auch nicht passt, dann weiß ich es auch nicht. Ziehen Sie sich nicht für die Partie um? Jetzt nicht mehr. Jetzt gehe ich so. Das ist mir zu doof. Ah, der weiß wieder was. Bethlehem-Anstalt ab sofort offen für alle. Glauben Sie, dass jemand, der Ihnen nahesteht, von Sinnen ist? Sind Sie es leid, Ihre kranken Familienmitglieder zu pflegen? Oder haben Sie vielleicht selbst nicht mehr alle Tassen im Schrank? Dann haben wir die Lösung, die Bethlehem-Anstalt. Mit unseren modernen Behandlungstechniken können wir garantieren, dass Sie oder Ihre Liebsten recht bald auf jeden Fall Frieden finden werden. Unsere Erfolgsquote beträgt überwältigende 93,3%. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Dr. Herbert West. Was kann ich für Sie tun, Mr. Holmes? Ich weiß nicht. Auf in diese Kleidung Club. Ist nicht passend für das nächste Ziel. Och, Menno. Welche denn dann? Müssen wir jetzt wirklich alles durchprobieren? An Bolton, der stellt lediglich das als Vorspiel zu einem außergewöhnlichen Abenteuer heraus, in dem Sherlock Holmes seinen Körper und Geist gleichmäßig anstrengen müssen. Ja, das stellt sich aber schon als große Hürde heraus. Achso, ab. Er muss sich noch passend ansehen. Ja, das stellt sich als schwieriger heraus als vermutet. Festlich ist also nicht gut. Arzt sowieso nicht, Bandit auch nicht, Seelsorge auch nicht, Sportkleidung hat ihm auch nicht gefallen. Dann machen wir mal das.
unsichtbare Barriere. Ziehen Sie sich nicht für die Partie um? Och Mensch. Ob wir das diese Folge noch schaffen, uns zur großen Herausforderung der richtigen Kleidung zu stellen. Ziehen Sie sich nicht für die Partie um? Ich versuche es gerade, Watson. Ich weiß nur nicht, welche ich anziehen soll. Na. Der hat mir nicht gefallen. Dann probieren wir es mal damit. Ziehen Sie sich nicht für die Partie um? Was bitte soll ich denn anziehen? Grüner Anzug? Ziehen Sie sich nicht für die Partie um? Ich mache die ganze Zeit nichts anderes. Grauer Anzug. Ist eigentlich kein Unterschied zum Grünen, aber... Ziehen Sie sich nicht für die Partie um? Ist das doch die Sportskleidung? Dann probieren wir es doch einfach mal mit der nochmal und gehen dann aber zur Kutsche und befragen nicht unseren Dr. Watson. Freizeitanzug. Hatten wir den eben schon? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ziehen Sie sich nicht für die Partie um? Nächster Versuch. Da hat er zumindest was anderes gesagt. Da hat er sich lustig gemacht. Sollten wir nicht zum Bowls Club gehen? Ah. Dann war die doch richtig. Warum machst du dich dann vorher über mich lustig? Rennen wir mal, bevor uns die Nachbarin sieht. Was gibt es denn herzuleiten? Ah, nichts. Mr. Holmes, Sie haben gestern sehr gut gespielt. Sie schmeicheln mir, Sir Charles. Ich treibe viel Freiluftsport. Das ist der Schlüssel zu meinem Erfolg. Ja. Mein Freund Dr. Watson wollte mich begleiten. Wirklich? Möchten Sie den Hauptpreis sehen, Mr. Holmes? Ein seltener Maya-Steinkalender der Kitschi. Der Kitschi? Ja, hier drüben steht eine Statue ihres legendären Königs Tikkun Umar. Nun ja, zumindest eine Kopie der Statue aus dem Die? Ah. Da nur Mitglieder Zutritt zum Clubhaus haben, stellen wir den Kalender im Freien aus. Schauen Sie sich ruhig um. Das machen wir doch. Im Archiv. Muss man nachsuchen, okay. Viel Glück, Holmes. Danke.
wieso rennen wir eigentlich alle in den gleichen Klamotten? Den Kalender würde ich gerne gewinnen. Ein fantastisches Kunstwerk. Wissen die eigentlich nur ansatzweise bescheuert, das aussieht? Wenigstens habe ich keinen Hut auf. Muss ich den noch holen gehen? Mr. Holmes, es freut mich, dass Sie mein Finalgegner sind. Man nennt mich Arthur den Unbesiegbaren. Also wünsche ich Ihnen viel Glück. Mr. Holmes, es freut mich, dass Sie mein Finalgegner sind. Man nennt mich Arthur den Unbesiegbaren. Also wünsche ich Ihnen viel Glück. Scheint so nicht der Intelligenteste zu sein. Daran wird Watson seine Freude haben. Auch nicht nur der. Ah, Mr. Holmes, sind Sie bereit für die Finalpartie? Ich brauche noch Zeit. Viel Glück, Holmes. Ich habe im Viertelfinale verloren, aber das lag nur am nassen Rasen. Genau. An was auch sonst. Sind Sie jetzt bereit? Nein. Ich brauche noch Zeit. Ich will doch erst noch kurz in die Baker Street wegen dem Kalender gucken. Oh. Die Statue von Tekun Uman. Diese Statue besteht aus Metall. Ich bin hier noch nicht fertig. Ach so, okay. Dann... Was für ein wundervoller Novembertag. Der Hauptpreis. Der Maya-Kalender der Kiche. Tolles Finale. Haben Sie den Hauptpreis gesehen? Dann würde ich sagen, sind wir bereit. Sind Sie jetzt bereit? Ja. Ja, möge das Finale beginnen. Besiegen Sie Ihren Gegner, indem Sie mehr Bowls-Kugeln näher an die Zielkugel platzieren als er. Halten zum Zoomen. Zielen. Wo sind die Zielkugel? Das ist die Zielkugel. Offensichtlich. Oh. Ach so, das ist mein Gegner. Ich dachte gerade schon, warum kann ich denn nichts machen? Das sieht doch... Ah, zu weit. Ja.
Oh, der ist gut. Das war zu wenig. Sehr viel zu wenig. Wie viele Runden gibt's denn? Das ist schon mal gut. Applaus, das ist doch toll. Muss ich es aus der Richtung vielleicht auch mal probieren? Runde 1 geht an meinen Gegner. Wie viele Runden gibt es insgesamt? Der war schon mal so intelligent, die Kugel gar nicht so weit wegzuwerfen. Der ist nicht schlecht. Das war aber schlecht. Viel, viel zu weit. Nah dran ist anders. Ganz anders. Wow. Auch noch zu weit, aber schon besser. Ich weiß. Besser, aber immer noch nicht gut. Eigentlich hat er das Turnier ja schon gewonnen. Oh, das war zu weit. Noch eine Runde. Ja, ob wir das Turnier gewinnen oder nicht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich sag mal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis morgen.